Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 9. bis zum 11.02.2020. Wie bereits gestern erwähnt, drückt ein Orkantief namens Sabine auf Deutschland an. Am heutigen Samstag bleibt es aber noch ruhig. Bei 6 bis 11 Grad, im Ruhrgebiet bis 14 Grad ist es recht freundlich und trocken. Aus Süd- bis südwestlichen Richtungen kommt heiß etwas dichtere Wolken ins Land geströmt. Im Rest des Landes bleibt es sonnig bis wolkig. Der Sonntag wird bei 8 bis 16 Grad maximal ein sehr milder, dennoch turbulenter Tag. Von Nordwest kommt der Orkan Sabine mit Böen 130 Stundenkilometer an den Küsten und bis zu 120 Stundenkilometer bis ins Inland hineingefegt. Dabei weht der Wind aus südwestlichen Richtungen und wird bis zum Montagmittag auch den Südosten Bayerns erreichen. Am Sonntag ist es im Südosten Bayerns noch recht freundlich, sonst kann man es zwischen Sonne und Wolken auch mal sein, dass ein paar Schauer oder gar ein paar Gewitter aufkommen. In Gewitternähe gilt dann auch besondere Vorsicht durch Orkanböen. In der Nacht zum Montag bewegt sich der Orkan einmal quer über Deutschland hinweg. Es ist am Montagmorgen mit akuten Verkehrsproblemen auf Straßen, Schienen und im Flugverkehr zu rechnen. Zu den Temperaturen, die schauen nochmals mild mit Werten von 7 bis 14 Grad aus. Im Tagesverlauf können immer wieder Schauer aus Regen und Graupel auftreten. In Gewitternähe ist besonders mit aufkommendem Wind zu rechnen. Der Dienstag bleibt stürmisch. Nur wenig zeigt sich die Sonne, bei 2 bis 8 Grad ist es etwas kühler als am Vortag. In höheren Lagen gibt es durch Schnee bzw. Schneeregen teils Behinderung. Der Trend. Am Mittwoch minus 1 bis plus 6 Grad. Weiterhin Schnee und Schneeregenschauer. Es ist eher trüb und bedeckt. Am Donnerstag 0 bis 6 nass kalt mit aufkommenden freundlichen Abschnitten. Und der Freitag minus 1 bis plus 5 Grad. Nur vereinzelte Sonnenstrahlen sind zu erwarten. Zum Wochenende hin wird es ein bisschen freundlicher, dazu aber auch deutlich frischer. In den Nächten können dann bis zu minus 7 Grad und das auch im Flachland auftreten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und kommt gut durch das turbulente Wochenende und noch einen schönen Wochenstart. Euer Cedric. Bye bye.